kaputt machen. Auch den anderen da hinten. Und jetzt kommt das Geile halt an der Shader-Mod. Wenn man sich da so ein Dach hingebaut hat. Ja, das ist doch ein geiles Foto. So hier, schön mit dem Dach. Irgendwie sieht das voll aus wie so ein China-Dach, wegen den. Ihr wisst schon, wegen den Ecken irgendwie. Irgendwie sieht das. Ach, irgendwie hat das was. Das sieht irgendwie geil aus, finde ich. Ja, und wegen dem Shader-Mod hat man dann hier auch wirklich Schatten am Eingang. Also sieht richtig geil aus. Muss hier nur noch ein paar Lücken füllen. Zack. Dann sieht das ja von unten scheiße aus. Kann ich den Turm hier auch wieder abbauen, diesen Mini-Turm. So. Nein. Ein Holzdings, da habe ich nicht bekommen. So. Gut. Zack. Okay, Leute, dann steht das Dach. Oh, das sieht irgendwie richtig nice aus. Richtig, richtig nice. Hier können wir dann so durchgehen und dann. Ach, hier sind sogar schon die Bäume gewachsen. Ja, und dann können wir hier in der Eingangshalle so noch ein paar Bilder anbringen. Ein paar Fenster zum Rausgucken, eine Tür in den nächsten Gang und vielleicht auch noch ein paar Schilder, wie das ist hier, der Empfangsraum, hier gibt es Kuchen und Keksen. Kuchen, Kuche und Keksen. Ja, natürlich. Keine Kekse und Kuchen, nein. Kuchen und Keksen. Natürlich, alles klar, sicher. Ach, ich finde das Dach irgendwie richtig geil. So. Brot. Können wir eigentlich auch mal so einfach rausnehmen. Und ich guck gleich mal, was aus der Melone geworden ist. Aber erst hole ich mir hinten die Wolle von dem Schaf. Ja gut, roten Farbstoff haben wir erstmal genug, obwohl kann ja nie schaden, die Dinger abzuernten. Ach ja, wenn wir mit der Schere da drauf kloppen, bekommen wir ja wildes Gras zurück. Ha. Habe ich ja ganz vergessen. Das haben wir hier toll. Dreimal Gras. Echt geil. So, Brot. Lecker. Nee, da muss ein bisschen mehr Betonung rein. Lecker. Obwohl ich Brot nicht so sehr mag. Obwohl, wenn es so aus dem Pizzaofen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so nicht Pizzabrötchen, aber wenn so ein richtig fettes Brot in den Pizzaofen steckt, oder oh, das schmeckt richtig lecker. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, der ist so reich, der hat einen Pizzaofen. Nee, stimmt gar nicht, aber. Boah, ich weiß gar nicht, wann das mal war. Also ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall habe ich da mal auf dem Geburtstag vom Kumpel, dessen Vater Pizzabäcker ist, einfach mal ein Brot von der Bäckerei von dem an in den Pizzaofen gesteckt. Also wir durften irgendwas in den Pizzaofen werfen. Und irgendwie schmeckt das richtig gut. Keine Ahnung wieso. Und wenn ich dann mal beim Italiener bin oder bei jemandem, der einen Pizzaofen hat, dann wird natürlich direkt das Brot in den Pizzaofen geworfen. Was denn auch sonst? Doch nicht Pizza, das wäre doch idiotisch. Also wirklich. So, hier hinten ist noch ein Schaf, was geschoren werden möchte. Warte mal, die Erdblöcke stören mich hier irgendwie. Die sehen so blöd aus hier einfach so. So ein Dreier-Erdblock-Dingen. Genauso wie die hier, die sind auch scheiße irgendwie. Und ich habe jetzt irgendwie auch schon eine Idee. Hierhin wird wahrscheinlich ein Bauernhof kommen. Das wird dann so ein richtig schönes Haus nochmal werden. Also hier werden wir unser riesiges Haus natürlich hinbauen. Hier neben kommt dann so ein kleines Farmhaus. Ja. Und auch da ist schon das erste Schaf, was ein Grasblock wieder das Gras wegge einem Grasblock das Gras weggefressen hat, sag ich mal. Und ja, wir werden hier dann so ein kleines Farmhaus hinbauen. Und dann wird auf der linken Seite, was dann hier wäre, ein Bauernhof mitkommen. Da werden dann die Tiere reinkommen. Hier sieht man ja auch schön viel Platz, haben wir extra dafür. Und da rechts neben wird dann die Farm kommen und das wird dann alles schön überdacht sein.
halt mit Zäunen, da kommen auch keine Fenster rein. Nein, nee, alles natürlich, alles eine natürliche Aussicht und so weiter und so fort. Und ich kann wieder ein Brot essen. Lecker, aber nur aus dem Pizzaofen. So, können wir schon schlafen? Nee, können wir noch nicht. Okay. Setze ich noch eben zwei Bäume. Oh, Äpfel! Äpfel! Oh, sogar ziemlich viele Äpfel. So. Würde man sagen, wir gehen nochmal zu unserem anderen Haus hier zurück. Ich meine nämlich, da wäre noch Wolle drin. Ich meine, so blöd bin ich ja auch nicht. Dass das ich mir vorstelle, oder? Wir hatten doch mal so viel Wolle. Oder was heißt so viel? Aber so 50 Stück hatten wir doch garantiert. So, zack. Ach, ein Ei, juhu. Ja, die Eier, die bewahre ich mir jetzt einfach auf. Und wenn wir dann die Farm haben, können wir da ein paar Babyhühner. Ach man, ich hab's nicht hinbekommen. Babyhühner! Ach nee, das war auch nicht die Stimmlage. Egal. Können wir auf jeden Fall ein paar Babyhühner auch züchten, drin haben, wie auch immer. Wer weiß schon so genau, was das Verb dafür ist. Da haben wir sie doch, 36 Wolle. Und insgesamt sind es dann 50. Yay. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Nee, oder? Boah, heftig. 16 Eier, also ein ganzes Deck und nochmal 15. Heftig, echt. Okay, hier ist ja sonst nicht viel. Können wir auch wieder zurückgehen. Ich meine, da hinten sollen wir einmal ernten. Ach, wisst ihr was? Wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal mit dem Ernten. Und hier ist ein weiteres Schaf. Juhu. Blub. Dankeschön. Und da hinten noch eins und da hinten noch eins. Könnten ja ein bisschen Weizen ernten und die schon mal in so ein kleines Gehege locken, dass wir da dann immer regelmäßig Wolle holen können. Das Schaf haut mir ab. Ach nee, doch nicht. Hier ist es ja. Und hier ist auch schon schön viel Clay, aber das brauche ich alles gar nicht. So viel Clay ist voll unnütz. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Lehm machen soll. Ich mag es irgendwie nicht, Backsteinhäuser zu bauen. Frag mich nicht, wieso, aber solche Backsteinhäuser gefallen mir irgendwie nicht. Höchstens solche ganz, ganz kleinen, aber klein, nee, das brauchen wir nicht. Wir wollen hier ein XXL-Haus bauen. So. Dann ist noch ein Schaf und dann sind wir auch schon nach unserer kleinen, wir farmen Wolle, wir scheren Schafe, was auch immer Tour. Zu unserem Haus zurückgekehrt. Juhu, das war natürlich alles beabsichtigt. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal hier den Eingangsbereich weiter. Farbstoff. Farbstoff. Bin ich so blöd? Wo ist der denn? Ach, da. Zack, 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 zack. So. Wolle. Und Farbstoff. Man könnte natürlich, was ich jetzt auch machen werde, so die Wolle werde ich noch rot färben und jetzt werde ich immer rosenrot mit mir herumschleppen und die nächsten Schafe, die mir begegnen, die werden dann einfach mit dem rosenrot eingefärbt, denn dann wird die ganze Wolle, die die Schafe fallen lassen, automatisch zu roter Wolle, was es natürlich auch viel ertragreicher macht. So, 1, 2, 3. 4, ne, warte mal, wie lange sind wir denn jetzt hier schon in der Länge und so? Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Ne, bin ich blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ja, 11 reicht. Okay, dann wächst hier ein Baum in unserer Eingangshalle, alles klar. So, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Hier ist noch ein neuer Baum gewachsen. Hier kommt noch ein Setzling hin, hier hin und hier hin. So, wo haben wir dich? Hier haben wir dich, Eisenaxt. So. Die Wolle wird natürlich nicht ausreichen, also gehe ich mal stark von aus.
Hallo? Ja, ich weiß, du kannst jetzt mit der Schere schneller Wolle abbauen, bla bla bla. Ist mir richtig egal.